Es ist das wohl härteste Radrennen der Welt. Das Race Across America. 4800 Kilometer von Oceanside bei San Diego in Kalifornien bis Annapolis in Maryland am Atlantik. Das Team 4M 2019 bereitet sich auf dieses einzigartige Radsportabenteuer vor. Also RAM ist für mich so wirklich die letzte Bastion für mich. Also wo ich sage, wenn ich meine Grenzen schon viele Male ausgetestet habe, dann wird das RAM für mich die letzte Hürde sein. Also ganz klar, weil einfach beim RAM nicht nur ich als Individuum zähle, sondern jetzt, wie wir es im Team machen, als Viererteam eben auch die gesamte Mannschaft einspielt. Also sprich das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Fahrern, vor allem auch das Zusammenspiel mit der Crew. Die Deutsch-Schweizer Mannschaft tritt als Vier-Fahrer-Team an. Einer aus dem Quartett wird ständig auf dem Rad sitzen. Eine Betreuercrew kümmert sich um die Versorgung, Navigation und das leibliche Wohl. Ein riesiges Projekt, bei dem die Planung bereits anderthalb Jahre vor dem Startschuss voll im Gange ist. RAM ist für mich eben auch der Wille, von Westen bis Osten das Ziel zu erreichen. Wie auch immer, mit allen Komplikationen, die sich vielleicht auch in den Weg stellen. Aber eben den Wunsch, durchzukommen, anzukommen, das ist für mich die Faszination. Beim Teamtreffen im Januar konnte unser Fahrerneuzugang Mario Müller aus der Schweiz leider noch nicht dabei sein. Mit Patrick Eichenberger ist aber noch ein weiterer Eidgenosse beim Team 4M 2019 dabei. Mich fasziniert erstens mal die sportliche Herausforderung und zweitens auch die landschaftlichen Unterschiede, mal Hitze, mal Kälte, mal viel Wind, mal Fläche, mal Höhenmeter und so weiter. Und schlussendlich für mich persönlich ist das was vom Größten für einen Rennradsportler. Renneinteilung, Flug- und Autobuchungen, Sponsorensuche, Hotelreservierungen. Die To-Do-Liste beim Teamtreffen ist lang. Und die Begleitcrew, genau wie die Fahrer, bereits Feuer und Flamme für das RAM. Sport hat schon immer einen Riesenbestandteil in meinem Leben ausgemacht. Und jetzt diese sportliche Herausforderung der größeren Art begleiten zu dürfen als Teammitglied, ist für mich eine unglaubliche Bereicherung, eine Freude, eine Ehre. Und ich finde es einfach toll. Man geht das ja jetzt schon anderthalb Jahre vorher schon teilweise im Kopf durch, geht einzelne geografische Besonderheiten schon durch, auch als Nichtfahrer, als Crewmitglied. Und da ist es sicherlich schon so, dass der Weg das Ziel ist. Also ich sage mir jetzt schon, ich möchte jede Meile davon eigentlich genießen, also so gut es geht. Ich freue mich sehr, das ganze Team und meinen Mann Patrick zu unterstützen. Für mich ist das nicht das erste Mal. Also ich habe das schon gemacht, aber natürlich im kleinen Rahmen an der Tortur. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das werden wird. Neben unserem Fahrer Patrick, der von seiner Frau Chantal schon bei vielen Radsport-Events begleitet wurde, ist mit unserem Fahrer Tobi und unserer Crew-Chefin Stefanie noch ein zweites Ehepaar als eingespieltes Team dabei. Ich freue mich riesig, im Team einmal zusammenarbeiten zu dürfen und für mich eine neue Herausforderung wahrnehmen zu dürfen. Und ich habe richtig Lust drauf. Wer das Team 4M noch als Sponsor unterstützen möchte, kann sich gerne unter folgender E-Mail-Adresse bei uns melden.